Besten Dank. So, schönen guten Morgen zusammen. Freut mich hier, diese Session eröffnen zu dürfen zum Thema Smart Manufacturing. Unser aller Ziel, nehme ich mal an, ist es, Medical Device Innovation, die nächste Generation von Medical Devices, so schnell, so zielgerichtet, so sicher wie möglich an den Markt zu bringen. Im Titel haben wir hier Collaborative Design for X. Das wird das zentrale Thema sein meiner Ausführungen, wie ein Entwickler und ein Contract Manufacturer wie die Valtronic möglichst zielgerichtet zusammenarbeiten, um diese Industrialisierungsphase so schnell und reibungslos wie möglich zu machen. Ganz kurz eine Einführung zur Valtronic. Wer sind wir, was machen wir? Dann der zentrale Themenblock ist Medical Device Product Lifecycle, darum geht's. Und dann eben dieses Data-Driven Design for Manufacturing mit dem Ziel der schnellen Markteinführung. Wir sind hier im Smart Manufacturing, das heißt, ich kann das Thema datengetriebene Optimierung nicht ganz außen vor lassen. Zum Schluss ein Beispiel und ein paar Zusammenfassungen. Zuallererst möchte ich Ihnen ganz kurz die Valtronic-Gruppe vorstellen. Falls Sie die noch nicht kennen, dann ist es heute ein idealer Zeitpunkt, uns kennenzulernen. Wir sehen uns als Full-Service Contract Manufacturer. Full-Service bedeutet eben insbesondere, dass wir in der Lage sind, den kompletten Produktlebenszyklus abzudecken. Letztes Jahr haben wir 40 Jahre unsere Existenz gefeiert, das heißt, wir sind nicht ganz neu am Markt, heißt eben für unsere Kunden auch, die mit uns zusammenarbeiten, die uns die Produktion ihrer Produkte anvertrauen, dass sie auf unsere Erfahrung von 40 Jahren, von mehreren Hunderten, wenn nicht Tausenden von Projekten zurückgreifen können und diese Erfahrung, was geht und was schwieriger ist in der Produktion, auf ihr Produkt anzuwenden. Sie sehen, wir haben weltweit drei Standorte. Unser Hauptheadquarters ist hier in der Westschweiz, in der Vallée de Joux. Wir haben dann einen Produktionsstandort in Marokko. Und unsere größte Einheit heute ist Valtronic in Cleveland, im Herzen des größten und am schnellsten wachsenden Medical Device Marktes Nordamerika. Valtronic, was machen wir? Wir haben technologisch gesehen drei Kernbereiche, auf die wir fokussieren, wo wir denken, wir haben was beizutragen. Das fängt an mit der Mikroelektronik. Das war die Technologie, auf der die Valtronic vor 40 Jahren gegründet wurde. Damals völlig revolutionär. Auch heute noch etwas, wo die Valtronic Sachen macht, die viele andere so nicht können. Es geht dann weiter über komplexe Star-Flex-Leiterplatten, dicht bestückt, beidseitig bestückt, gefaltet, andere Komplexitäten wie zusätzliche manuelle Operationen. Und dann am Ende, in vielen Fällen bis hin zum kompletten Boxbuild, ein fertig gebautes, getestetes Medical Device, das wir an unsere Kunden schicken. Dafür sind wir auch an allen drei Standorten FDA registriert. Das heißt, es erlaubt uns, diese Produkte auch in die USA zu liefern, ohne dass das dort nochmal jemand aufmacht oder drauf schaut. Was die Anwendungen angeht, so reichen die vom, wir nennen es Advanced Industrial. Es gibt industrielle Anwendungen, die technologisch synergetisch sind mit dem, was wir in anderen Bereichen machen, die Mikroelektronik brauchen, die hohe Komplexität haben, Sensorik und so weiter und so fort. Bis hin zur Diagnostik, für uns ein sehr stark wachsendes Gebiet, spaltet sich regulatorisch ab von der MedTech und dann eben zentral, MedTech ist für die Valtronic eines unserer Hauptgebiete. Sie haben hier jeweils ein Beispiel für diesen 3x3 Block von Anwendungen und Kerntechnologien.
Ich werde hier nicht vorlesen, aber Sie können sich vorstellen, dass es gibt dort Anwendungen, die eben dieses spezifische Know-how, diese spezifischen Fähigkeiten der Valtronic erfordern und die, mit, für die wir unsere Kunden erfolgreich begleiten und die heute in der Produktion sind und am Markt. Jetzt komme ich zum Product Lifecycle. In unserem Qualitätssystem sieht der so aus. Wir haben 6 Phasen, das ist letzten Endes nicht so relevant. Das sieht überall mehr oder weniger gleich aus. Ich muss vielleicht noch betonen, am Ende des Tages, am Ende des Projektes ist es immer Ziel der Valtronic, das Gerät herzustellen, für unsere Kunden zu produzieren, kontinuierlich Monat für Monat diese Produkte zu liefern, über den gesamten Produktelebenszyklus, mit allem Sustaining und Ähnlichen, das die insbesondere Medical Devices brauchen, Obsoleszenzen und ähnliche Änderungen, darum kümmern wir uns. Das heißt wirklich, am Ende des Tages ist die Produktion unser Ziel. Aber, und das führt mich zum zentralen Themenpunkt hier, wir sehen unsere Rolle und unseren Value Add unseren Partnern gegenüber wirklich in dieser Design for Manufacturing Phase. Mittlerer Designzyklus, Industrialisierungsphase, dort haben Sie diesen Kreis hier angedeutet auf der Folie, soll eben nicht gerade heißen, dass wir diesen Kreis 10-mal, 12-mal durchgehen wollen, weil am Ende des Tages geht es darum, so schnell wie möglich in die Industrialisierungs-, die Ramp-up- und die Produktionsphase zu kommen. Das ist unser Ziel. Wenn wir das schaffen, kommen wir so schnell wie möglich in die Produktion. Das ist aber eben insbesondere auch das Ziel des Kundens. Wenn er seine Innovation am Markt früher einführen kann, hat er dort auch einen entscheidenden Vorteil. Und Sie sehen hier farblich so leicht überlappt. Der entscheidende Punkt eben ist hier diese Zusammenarbeit in dieser Design for Manufacturing Phase, dass man nicht das Design Freeze macht, PDFs macht und die dann über den Zaun schmeißt und dann irgendjemand versucht, dieses Teil zu produzieren, sondern dass man eben in der frühen Designphase versucht, die Produktionsbedürfnisse, Technologiebedürfnisse, Prozessbedürfnisse und eben aber auch die Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, um eben die Anzahl von Iterationen zu reduzieren. Aber dann eins rein fokussieren auf die wesentlichen Phasen Design und Industrialisierung. Dann kommt eben Design for Manufacturing, Design for Test und am Rande Design for Reliability für uns in Betracht, weil das die Punkte sind, an denen ein Contract Manufacturer mit starker Engineering-Präsenz, wie die Valtronic, ein Wort zu sagen hat und eben den Unterschied machen kann zwischen einem Design, das in der Produktion reibungslos läuft und einem Design, das ständig Probleme bereitet, weil es eben nur begrenzt herstellbar ist. Design for Manufacturing, das fängt ganz banal an mit einer Analyse der Stückliste. Sind diese Komponenten kompatibel mit dem angestrebten Lebenszyklus? Sind die bereits abgekündigt? Gibt es dort eventuell andere Komponenten, die geeigneter wären, um den Produktlebenszyklus zu unterstützen? Design for Manufacturing, Prozessfehleranalyse, selbstverständlich, das ist das, was wir machen, das ist das, wo wir letzten Endes dann auch die Verantwortung übernehmen. Diesen Prozess für dieses Produkt committen wir uns, dort engagieren wir uns, dass wir diese Produkte dann zuverlässig produzieren können. Dann relativ häufig leider Toleranzen, elektrische Toleranzen, mechanische Toleranzen. Es gibt immer noch Designs, die kümmern sich nicht allzu sehr um Tolerance Stack-up und ähnliche Geschichten. Das funktioniert dann typischerweise gut bei 10 Prototypen. Wenn man dann in größere Stückzahlen kommt und man lose hat verschiedener Herkunft, dann auch auf einmal kommt man in eine Situation, dass das Gerät nicht mehr funktioniert, so wie es sollte, dass es nicht mehr montierbar ist, so wie es sollte. Und wenn man es sich dann anschaut, ist es eigentlich
was die Toleranzen angeht, gar nicht verwunderlich, weil es ist innerhalb der Spezifikation. Nur wenn man die Max-Max oder Min-Min oder was auch immer permutiert, dann funktioniert es eben auf einmal nicht mehr. Diese Analyse ist ganz entscheidend. Wenn man das verpasst, dann irgendwann im Verlauf der Produktion kommt ein Los und dann hat man ein Problem. Deswegen diese Analyse frühzeitig im Design for Manufacturing hilft uns, auch dem Kunden gegenüber ungemütliche Überraschungen zu erleben. Kritische Prozesse, natürlich, das ist unser Brot- und Butterbetrieb. Die müssen analysiert sein, die müssen validiert sein und die müssen auch auf Machbarkeit natürlich validiert sein. Dann Design for Test. Und Design ist nur dann vollständig, wenn man sich wirklich von Grund auf überlegt hat, welche Komponenten denn wann und wie getestet werden, sodass man im Sinne eines Early Failure irgendwelche Defekte möglichst früh erkennt in der Wertschöpfungskette und nicht dann, wenn das Gerät am Final Test ist. Das ist relativ klar, es muss eine Teststrategie gemacht werden, es müssen ganz banale Dinge, jetzt haben wir den Zugang zu allen Testpunkten, die wir brauchen, sind die im Verlauf der Assemblierung noch zugänglich und so weiter und so fort. Das sind Themen, die müssen einfach abgecheckt werden. Wenn das nicht in der Designphase gemacht ist, wird es relativ schwierig, das später noch hinzuzufügen. Diese Tests, die müssen dann selbstverständlich verifiziert und validiert werden. Auch das kann man gut und etwas weniger gut machen. Wenn man es gut macht, hat man eben eine Gewissheit, dass man nicht nur das regulatorische Kästchen gecheckt hat, sondern dass man wirklich auch den Value-Add hat eines Designs, das sich dann letzten Endes in der Produktion, ich sag mal, gutmütig verhält. Und ganz am Ende noch Design for Reliability. Das ist nicht wirklich im Üblichen unsere Verantwortung, aber auch hier wieder, wenn man 40 Jahre in dem Bereich unterwegs war, was weiß ich, wie viele hundert Geräte, verschiedene Designs produziert und industrialisiert hat, dann haben unsere Ingenieure in aller Regel eine Meinung dazu, was denn geht und was eventuell kritisch ist. Das ist in diesem Fall wirklich ein Feedback-Loop mit dem Design-Owners und führt dann von Zeit zu Zeit auch noch zu einer Anpassung. Dazu gäbe es noch jede Menge zu sagen. Ich denke, die Schlüsselbotschaft haben Sie hoffentlich verstanden, wirklich in dieser Design-Industrialisierungsphase ein Collaborative Approach, wirklich eine Zusammenarbeit zwischen dem Design-Owner und uns als Industrialisierer, derjenige, der es dann hinterher in der Produktion verantwortet, hilft eben, notwendige Anpassungen dann zu machen, wenn das Design gerade noch offen ist, wenn das Design ohnehin noch einen zusätzlichen Loop macht, im Gegensatz zu der Situation, die wir natürlich alle vermeiden wollen, dass wir bereits irgendwo in der Ramp-Up-Phase sind, möglicherweise sogar in der Produktion. Und auf einmal gibt es diese berühmte Torrent-Stack-Up. Irgendwas funktioniert im Test nicht, der dann doch nicht so gut validiert wurde. Oder. Das sind eben diese Themen, die dann sehr teuer werden und auch zu sehr großen Verzögerungen führen. Und das ist sicherlich nicht in unserem Interesse, ist aber schon gar nicht im Interesse unserer Kunden, weil die möchten ihr Produkt natürlich am Markt sehen. Ein kleines Beispiel, typisch bis zum gewissen Grade, in diesem Fall jetzt ein komplexes PCBA, ein komplexes Elektronikmodul. Sie sehen im Bild, das ist noch nicht ganz aus dem Nutzen gelöst, das wird dann noch etwas kleiner. Das ist wirklich hier in diesem Fall ein Medical Device PCBA. Design Ownership in diesem Falle ganz klar beim Kunden. Wir haben in diesem Falle dem Kunden geholfen, bereits in einer sehr frühen Prototypenphase, auf der Basis von der Erfahrung von mehreren ähnlichen Produkten, die wir mit diesem Kunden in der Vergangenheit zusammen gemacht hatten, diese Iteration zu machen. Die Miniaturisierung hier konnte es nicht klein genug sein. Wir haben dort unsere Kompetenzen ins Spiel gebracht, um dieses Design wirklich zu miniaturisieren. Sie sehen oder können vielleicht vermuten, es gibt Faltungen und ähnliche dreidimensionale Dinge. Natürlich die Prozessentwicklung. Es hat ein paar spezielle Prozesse da drin, die erst entwickelt und validiert werden mussten.
und natürlich die Validation des Tests. Ich komme da gleich noch drauf, das ist ein kleines Beispiel, auch sehr entscheidend. Das ist ein Schaltkreis, der hat signifikante HF-Beiträge. Das ist immer ein mögliches Problemfeld, das man eben sehr früh ausschalten sollte. Das DMR in der Produktion ist unseres. Wir haben das in unserem System. In diesem Falle haben wir noch den Spezialfall, nicht ganz außergewöhnlich, kommt ab und zu vor, dass wir dort nächtlich dem Kunden unsere Testdaten zur Verfügung stellen. Das geht wirklich direkt elektronisch über eine Verbindung zwischen einer MES-ähnlichen Lösung bei uns und einem Server beim Kunden, sodass die wirklich jederzeit auf diese Tests zugreifen können. Hier ganz kurz ein Eye-Chart, versuchen Sie nicht da irgendwie die Daten zu lesen, das ist letzten Endes nur ein Beispiel dafür, wie man wirklich mit gezielter Datengeneration und Datenanalyse in der richtigen Phase größere Probleme später vermeiden kann. Das ist der gleiche Schaltkreis, wir sehen hier ein substanzielles Sample, also eine relativ gute Auswahl von früheren Prototypenserien. Dort wurde der Test verifiziert, validiert. Sie sehen ein Pareto der Test-Failures. Wenn man es noch genauer anschaut, sieht man, dass die oberen 75% der Failures korreliert sind inhaltlich. Sie sehen dort auch eine sehr unschöne Gauss-Verteilung, was ein Parameter angeht in Bezug auf die Testlimiten. Lange Rede, kurzer Sinn, ein Design, ein Test, wie er so in der Produktion noch nicht fliegt. Deswegen war es hier eben notwendig und geplant, ein paar Designanpassungen, Toleranzanpassungen vorzunehmen. Wir haben auch bei uns in der Produktion noch was gesehen, was zu diesem Spread führt, mussten auch mit dem Kunden noch eine Aufweitung der Akzeptanzkriterien diskutieren, weil eben das Design diese engen Toleranzen nicht zugelassen hat, auch nach Verbesserungen. Und mit diesen Anpassungen sind wir eben heute in der Situation, wo dieses Produkt bei uns in der Produktion sauber läuft und wir den Kunden damit beliefern können. Eigentlich wirklich nur ein Beispiel dafür, wie man durch eine saubere Design-Verifizierungsprozess, Validierungs- und Testvalidierungsphase, späteres Ungemach, wenn Sie mir das so erlauben, vermeiden können. Bringt mich zum Ende dieser Präsentation. Diese Erfahrung in der Industrialisierung, in der Produktion. Was geht in der Produktion, was geht nicht, wie muss man Design machen, sodass es funktioniert. Das ist etwas, was wir unseren Kunden liefern, wodurch wir unseren Kunden eben wieder erlauben, auf einem relativ planbaren, sicheren und schnellen Pfad ihre Innovation in den Markt zu bringen. Das ist nochmal das gemeinsame Ziel, die nächste Generation, die nächste Innovation an den Markt zu bringen. Design for Manufacturing, Design for Test. Diese kollaborative Approach ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht entscheidend, kann wirklich diese Produkteinführungsphase deutlich verkürzen und kann unnötige Kosten und Designlobs vermeiden. Und am Ende des Tages alles sauber, datengetrieben, validieren und vorbereiten, erlaubt dann für einen sauberen Ramp-up ohne irgendwelche Hiccups und anschließend ein stabiles Produkt in der Produktion. Und nochmal am Ende des Tages, wenn das Produkt in der Produktion ist, von uns problemlos geliefert werden kann, dann ist es sowohl für den Kunden als auch uns ein Erfolg. Danke Ihnen schön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Paus. Super.